Und an die Börse schalten wir jetzt Stefan Wolf in Frankfurt am Main. An den Finanzmärkten befürchtet man nach dem Zusammenbruch einer Bank in den USA eine Bankenkrise. Was steckt dahinter? Es handelt sich um die Silicon Valley Bank, eine hochspezialisierte Bank, die sich auf die Finanzierung von Start-up-Unternehmen konzentriert. Die hat zwei Dinge getan, die an der Börse überhaupt nicht gut ankommen. Einmal Milliardenverluste erlitten und zum Zweiten versucht, diese Milliardenverluste durch den Verkauf neuer Aktien wieder auszugleichen. Das hat einen Kurssturz an der Börse ausgelöst. Silicon Valley Bank Aktien haben über 60% ihres Wertes verloren und das auf einen Schlag. Das Ganze zieht Kreise und zieht Bankaktien in den USA, in Asien, aber auch hier an der Frankfurter Börse mit sich, weil man befürchtet, es könnte zu Dominoeffekten kommen, nämlich darüber, dass sich ja Banken auch untereinander Geld leihen. Der deutsche Aktienindex zeigt sich davon belastet, büßt 253 Punkte oder 1,6% ein auf 15.380. Es gibt noch keine Anzeichen einer Bankenkrise. Die Sorge ist aber da. Danke, Stefan Wolf.